Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit Spielideen für zu Hause und das hier ist das neue Video mit einer Spielidee der Woche. Diese Spielidee wurde von einem Montessori-Material inspiriert und ich möchte kurz erklären, was Besonderes daran ist. Das ist inspiriert von einem Montessori-Material, weil dieses Material hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und die Aufgaben ist eigentlich die Art und Weise, wie die Kinder lernen. Man könnte sagen, das ist so ein Hands-on-Material, das heißt das Material, wo das Kind solche abstrakte Begriffe wie Zahlen in einer sehr konkreten Form kennenlernen kann. Und das ist das Schöne an dem Material von Montessori, dass alle abstrakten Begriffe wie Zahlen, Zahlenmengen lernen, lernt man erstmal über die konkreten Mengen, dass das Kind anfassen kann, dass das Kind in der Hand halten kann. Und somit kann das Kind die Zahlenmengen viel besser begreifen, indem es tatsächlich über die Hand quasi das Verständnis gewinnt. Und hier haben wir unsere Zahlen auf so einem Papier gemacht. Die Zahlen könnte man natürlich ausschneiden, schön ausschneiden. Das ist bei mir nicht so schön geworden, aber ich habe einfach ein Filzpapier genommen oder Filzmaterial genommen und die Zahlen drauf gemalt und ausgeschnitten. Und der Grund dafür ist, dass das Kind auch mit dem Finger nachspüren kann, was diese Zahl ist. Wie gesagt, das Ganze. Begrifflichkeit einer Zahl 1, was ist eine Zahl 1, das kann ich auch mit der Hand, mit meinen Fingern spüren und verstehen, wie die 1 so entsteht oder wie die 1 geschrieben wird. Auch kann ich sehen konkret, dass 1 bedeutet ein Pompon. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das Kind dieses Verständnis gewinnt, was genau Menge bedeutet. Genauso, was bedeutet eine Zahl 2? Da sind 2 Pompons. Und die dritte Möglichkeit, was dieses Material nach Montessori anbietet, ist die eingebaute Fehlerkorrektur. Und das bedeutet, dass das Kind selbstständig im Prinzip auf der Matte sitzen kann und dieses Material, ich sage Material, das ist Montessori-Begriff wiederum, man redet nicht von einem Spielzeug, sondern von einem Material, in diesem Sinne ist es sensorisches Material, man kann das anfassen und man sitzt auf der Matte und man braucht im Prinzip keinen Erwachsenen, um zu verstehen, dass wenn ich in der Hand eine Zahl 1 habe und auf der anderen Seite eine Karte mit 2 Pompons, wird das nicht zusammenpassen. Das Kind versteht, dass es nicht zusammenpasst. Das heißt, ich brauche für die Zahl 1 andere Menge von Pompons, damit es zusammenpasst. Und so versteht das Kind, begreift das Kind tatsächlich, was eine 1 bedeutet, was eine 2 bedeutet, was eine 3 bedeutet. Was sind die Mengen? Also das Kind begreift es durch Anfassen, durch Antasten, durch Mengen, die vor den Augen liegen. Da sind die Pompons. Man kann natürlich alles Mögliche nehmen. Man braucht nicht Pompons zu nehmen. Und am besten wäre natürlich, das farblich einheitlich zu halten. Das ist auch etwas, was Montessori-Material ausmacht, dass es besteht eine Isolation der Eigenschaft, dass nur eine Eigenschaft, wenn wir jetzt versuchen, Zahlen zu lernen, brauchen wir nicht farblich unterschiedliche Sachen dem Kind anzubieten, weil das Kind es dann verwirrt und versteht nicht, lernt es jetzt die Farben oder lernt es jetzt die Zahlen. Am besten wäre natürlich, alles einheitlich, farblich einheitlich zu halten. Leider hatte ich nicht diese Pompons in Orange, wie ich die Zahlen genommen habe. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht, das ist jetzt nicht ganz korrekt. Wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das einheitlich zu halten, in gleicher Farbe, dann macht das. Also im Montessori-Haus würden sie wahrscheinlich auch mit der Menge von 1 bis 10 anfangen. Normalerweise hat man verschiedene Materialien, sensorische Materialien, die diese Menge repräsentieren, wie rosa Turm oder braune Treppe und so weiter. Und das ist eigentlich so die Zahlenmenge, die erste Zahlenmenge, die dann dem Kind präsentiert wird, ist eigentlich 10. Ich werde auch die anderen nachbasteln, dass es tatsächlich 10 ist, aber ich habe gedacht, für den Anfang machen wir jetzt mit 5.
Das ist jetzt nicht die Montessori-Schule. Ich mache jetzt was zu Hause, etwas, woran wir Spaß haben können. Und ich nehme einfach ein paar Prinzipien aus dieser Pädagogik, die ich wertschätze, und setze sie so um. So, ich hoffe, er spielt mit uns diese Woche. Was mich ganz interessieren würde, ist, könnt ihr mir bitte in den Kommentaren schreiben, wie alt eure Kinder seid, eure Babys, oder habt ihr bereits vielleicht Kleinkinder? Damit ich überhaupt weiß, ob das Sinn macht, jetzt Videos für ältere Kinder zu posten. Genau, schreibt mir bitte in den Kommentaren, das würde mich gerne interessieren. Und generell könnt ihr mir alles mögliche Anregungen oder Feedback geben, ob an solchen Videos Interesse besteht. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Diese Woche möchte ich noch ein Video am Freitag posten. Ich hoffe, das schaffe ich mit zwei Kindern zu Hause rund um die Uhr. Wir werden sehen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche bei dem nächsten Video mit einer Spielidee der Woche. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!